Wie geht's? Geht's Ihnen gut? Fühlen Sie sich wohl? Was ist Wohlbefinden, wenn nicht sich im Gleichgewicht befinden zwischen Körper, Seele, Geist, Familie, Freunde und Soziales und Finanzen? Wer denkt schon an Geld bei der Frage, ob er sich wohlfühlt? Und bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Geld macht nicht glücklich. Aber in finanzieller Bedrängnis zu leben, macht garantiert unglücklich. Finanzen, geregelte Finanzen, können einen ungemein wichtigen Beitrag zur Lebensqualität leisten, zu einem ausgeglichenen und erfüllten Leben in Sicherheit und Wohlstand. Die Gesellschaft ändert sich, die Gesellschaft ist im Umbruch. Früher konnten wir uns darauf verlassen, dass sich der Staat, der Sozialstaat, um unsere finanziellen Belange kümmert. Mit Ausbildungssystemen, mit Sanität, mit Rentensystem. Ein schöner Gedanke, aber er funktioniert heute nicht mehr uneingeschränkt. Der Sozialstaat, die öffentliche Wohlfahrt, zieht sich immer mehr zurück. Wir sollten aber nicht von Krise sprechen, wenn wir Veränderung meinen. Schauen Sie sich diese wunderbare Errungenschaft der modernen Gesellschaft an. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts, um 1900, erreichten viele Kinder nicht das 10. Lebensjahr. Kindersterblichkeit, eine große Geißel der Gesellschaft. Und die durchschnittliche Lebenserwartung war damals circa bei 50 Jahren. Also für mich wäre es nahezu schon vorbei. Und diese Entwicklung hat sich fortgesetzt. 1960, ich war fast schon auf der Welt, war die durchschnittliche Lebenserwartung für einen Mann in Deutschland, einem der entwickelten Staaten, unter 70. Heute sind wir deutlich über 80, ganz speziell auch in Südtirol. Wir werden also älter. Wir leben aber nicht einfach nur länger. Wir leben wesentlich besser, in guter Lebensqualität. Aber das hat Folgen. Schauen wir uns das Erwerbsleben an, wie es früher war. Ein junger Mensch, vielleicht mit 15 oder 17 Jahren, ging in die Lehre, blieb dann meistens ein ganzes Arbeitsleben lang beim selben Arbeitgeber und irgendwann, so um die 60, in die Rente. Und, wie wir gehört haben, aufgrund der Lebenserwartung 15, 17 Jahre Rente. Wie sieht es heute aus? Unsere Jugend wird oft bis ins 30. Lebensjahr ausgebildet. Danach kommen schlecht bezahlte Praktikumsstellen, prekäre Arbeitsverhältnisse. Lernjahre sind da schließlich keine Herrenjahre. Danach ein holpriges Erwerbsleben mit häufigem Arbeitgeberwechsel, manchmal sogar Wohnortwechsel. Vielleicht auch eine erwerbslose Zeit, eine Erwerbsunterbrechung. Und dann vielleicht mit Mitte 60 in die Rente. Und doch mehr als 20 Jahre Rente. Die Sozialversicherung unserer Vorfahren war die Großfamilie. 10 Kinder, 3 Generationen, alle unter einem Dach. Da stellte sich die Frage nicht, wer sich um die Kinder kümmert, um die Kranken, um die Alten. Selbst ein Familienmitglied, das arbeitslos war, war aufgefangen in der Großfamilie. Auch das gibt es heute nicht mehr. Immer weniger Familien werden gegründet, weniger Kinder. Noch 1970, vor wenigen Jahrzehnten, lebte die Mehrzahl der Südtiroler in einer ganz klassischen Familiensituation. Eltern und mehrere Kinder. Heute sind das weniger als ein Drittel.
Es gibt viele kinderlose Paare. Nicht immer eine, manchmal auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Und es gibt sie, die Alleinlebenden, die Alleinerziehenden und immer mehr Leute, die überhaupt allein zurechtkommen müssen. Und von diesen wenigen Familien, die gegründet werden, werden Familien immer später gegründet. In den letzten wenigen Jahren, seit 2002 bis heute, ist das Durchschnittsalter des Bräutigams in Südtirol gegen 40 gestiegen. Das hat Folgen. Die Eltern werden immer älter, wenn die Kinder auf die Welt kommen. Und manchmal brauchen die Eltern schon Hilfe, wenn die Jungen erst noch im Aufbau begriffen sind. Und ganz viele dieser wenigen Ehen halten nicht, bis der Tod euch scheidet. Die Kinder also bis fast 40 zu Hause, Hotel Mama, nicht immer nur aus Bequemlichkeit, manchmal auch Notwendigkeit. Und es gibt eine neue Spezies, die Rücksiedler, junge Erwachsene, die zurückkehren ins Elternhaus. Vielleicht, weil sie arbeitslos geworden sind, vielleicht wegen einer gescheiterten Beziehung. Und dieses Thema Sanität brauche ich wohl kaum zu kommentieren. Sanität ist heute nicht mehr leistbar. Es müssen drastische Kürzungen gemacht werden. Auch hier spielen gesellschaftliche Veränderungen eine große Rolle. Ärzte verlassen scharenweise die Krankenhäuser. Es werden Privatkliniken gegründet. Wir sprechen nicht nur von einer Zweiklassenmedizin. Wir haben sie bereits. Wer kann sich das leisten? Rente. Seit 1996 gilt in Italien das Beitragsrentensystem. Eine durchaus gerechte, aber sehr harte Regelung. Wie funktioniert das? Im Laufe eines Arbeitslebens zahlt der Arbeitnehmer Jahr für Jahr seine Rentenbeiträge ein. Wenn er dann in Rente geht, macht das Renteninstitut folgende Berechnung. Alle eingezahlten Beiträge werden summiert und durch die durchschnittliche Lebenserwartung des neuen Rentners dividiert. Herauskommt in diesem Fall eine Rente, die ungefähr einem Drittel des letzten Gehaltes entspricht. Reicht uns das? Und was, wenn ein junger Familienvater mit vielleicht 40 Jahren nach erst wenigen Beitragsjahren plötzlich verstirbt? Das Renteninstitut macht die gleiche, vielleicht gerechte, aber beinharte Berechnung. Die Hinterbliebenen, eine Witwe mit Kindern, erhält als Rente das Ergebnis der gleichen Berechnung. Die eingezahlten Beiträge werden summiert und durch die noch hohe Lebenserwartung der jungen Witwe dividiert. In diesem Fall erhält diese Familie eine Hinterbliebenenrente von 1.859 Euro im Jahr. Wie geht es Ihnen? Fühlen Sie sich wohl? Oder waren wir zu viel umsorgt in den letzten Jahrzehnten? Haben wir verlernt, auf uns selbst zu schauen? Welche wichtigen Fragen müssen wir stellen und beantworten? Wie soll ich meine Familie finanziell absichern? Wie viele Jahre werden meine Kinder noch zu Hause leben? Wie viel Geld brauche ich für ihre Ausbildung? Was kostet mein Eigenheim, so ich mir denn eines leisten kann? Wie kann ich meine finanziellen Mittel organisieren? Wie kann ich meine Lebensziele finanzieren? Wie kann ich mein Geld vor Inflation und Risiken schützen? Was bedeutet es heute überhaupt aus finanzieller Sicht,
30, 40, 50 Jahre alt zu sein, zu heiraten, eine Familie zu gründen oder auch allein zu bleiben, alt zu werden? Wann werde ich in Rente gehen können? Wie viel werde ich bekommen? Wird mir das reichen? Oder muss ich sogar als Rentner noch ein Darlehen zurückzahlen? Wenn wir auf diese Fragen klare und sichere Antworten finden, dann stellt sich finanzielles Wohlbefinden ein. Warum sagen wir Ihnen das? Weil es unser Auftrag ist. Bereits im Artikel 2 des Statutes der Raiffeisenkasse ist es verankert. Das Ziel, die Erziehung zum Sparen und Vorsorgen zu fördern. Und in unserem Leitbild, in der Vision, ganz oben steht es festgeschrieben. Wir sind Gestalter und Partner für verantwortungsvolles Leben. Hier geht es um Selbstverantwortung. Aber genug der Theorie, jetzt gehen wir es an. Was brauchen wir? Wir brauchen ein drastisches Umdenken. Wie haben wir es noch gelernt? Was du nicht ausgibst, das leg auf die hohe Kante. Wir müssen die Jungen heute und in Zukunft denken. Von dem, was du einnimmst, sofort für die Vorsorge beiseite legen. Nur der Rest kann konsumiert werden. Und wo sollten wir ansetzen beim Umdenken, wenn nicht bei der Ausbildung unserer Jugend? Die Vermittlung von Finanzwissen fehlt dramatisch in den Lehrplänen unserer Schulen. Eine deutsche Abiturientin hat mit folgendem Satz es auf den Punkt gebracht. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in 4 Sprachen. Mit diesem Satz ist sie durch die Fernsehshows gegangen, bis ins Bundesbildungsministerium vorgedrungen. Auch wir haben das Thema längst aufgegriffen. Die Raiffeisenkasse ist in ständigem Kontakt mit den Schulen. Wir laden die Klassen ein in die Bank. Wir gehen in die Schulen und halten Vorträge. Wir haben einen Schuldirektorenbeirat. Wir laden Direktoren und Professoren ein und tauschen uns aus, wie wir diese Bildungslücke schließen können. Heuer noch verteilen wir Broschüren und didaktisches Material zum Thema finanzielle Bildung an die Oberschulen. Was brauchen wir in der Finanzplanung? Wir müssen uns Schritt für Schritt eine Wohlfühlpyramide aufbauen. Und diese Pyramide braucht ein starkes Fundament, einen dicken Sockel. Etwas ganz Banales, Simples. Wir müssen die Einnahmen und Ausgaben im Griff haben, mit dem Ziel, Kontrolle über unsere Ein- und Ausgaben zu haben. Schon unsere Eltern und Großeltern haben garantiert Haushaltsbuch geführt, sicher mit Heft und Bleistift. Heute stehen andere Mittel zur Verfügung, elektronische Haushaltsrechner, Sparpläne, Hilfsmittel, die Ihnen die Raiffeisenkasse zur Verfügung stellt. Wir müssen also planen. Ja, sind wir denn nicht schon komplett verplant? Ein Termin jagt den anderen. Wir sind nahezu getaktet. Ich bin mir sicher, auch Ihre Terminkalender sind voll. Sie wissen genau, was morgen am Programm steht und übermorgen und nächste Woche. Aber auf die Frage, wie sieht mein Leben in 10 Jahren aus? Da wird es schwammig. Werde ich leben? Werde ich gesund sein? Wo, wie und mit wem werde ich leben? Wir müssen unseren Planungshorizont also dramatisch ausdehnen. Nicht auf 10 Jahre, auf ein ganzes Leben und darüber hinaus. Finanzplanung heißt, über alle geplanten Vorhaben eines ganzen Lebens nachzudenken, heute schon. Über unsere eigene Ausbildung, über eine Familiengründung, über einen Hausbau, über die Ausbildung der Kinder,
aber auch über Ziele, Wünsche, Investitionen und ans Alter denken. Und darüber hinaus an die nächste Generation. Was mit alledem, wenn ich einmal nicht mehr bin? Und wir steigen weiter hinauf auf unserer Wohlfühlpyramide. Nächster Punkt, absichern vor existenziellen Risiken. Wir brauchen Schutz, wir müssen vorsorgen für das Unvorhergesehene, die eigene Familie sichern, wir müssen Personen und Vermögen schützen. Jeder braucht heute eine Lebensversicherung, eine Krankenversicherung, eine Unfallversicherung, aber auch eine Hausratsversicherung, eine Haftpflichtversicherung, eine Rechtsschutzversicherung. Ans Alter denken, vorsorgen für viele Jahre. Auch im Alter die finanzielle Unabhängigkeit bewahren und auch die Nachfolge regeln. Es wird sie geben, die staatliche Rente, aber es wird sie auch geben, diese Rentenlücke. Und die müssen wir schließen. Meine Kinder sind 13 und 17 Jahre alt. Letztes Weihnachten haben sie beide einen Pensionsfonds geschenkt bekommen. War nicht besonders cool, aber das ist die Basis für ihr Leben. Und dann, wenn wir an alles gedacht haben, dann muss und dann bleibt auch Raum und Möglichkeit für unsere Ziele und Wünsche und Lebensträume. Wenn wir schließlich alles erledigt haben, dann werden wir die finanzielle Planung, die Einnahmen und Ausgaben im Griff haben. Wir werden abgesichert sein gegenüber Risiken. Wir werden uns eine Pensionsvorsorge aufgebaut haben und wir können uns etwas leisten. Vor allem aber werden wir das gute Gefühl und das gute Gewissen haben, das Richtige getan zu haben. Und dann stellt es sich ein, das finanzielle Wohlbefinden. Finanzplanung ist kein Moment. Finanzplanung ist ein Leben lang. Ihre Raiffeisenkasse begleitet Sie ein Leben lang.